den, dass die Menschheit an einem kritischen Punkt im Hinblick auf Biowaffentechnologie steht. Wir sind in diesem Moment in Gefahr. Unsere Kinder könnten eine biologische Katastrophe erleiden. Und das ist mein Ernst. Der erste Akt von biologischem Terrorismus im 21. Jahrhundert hat mich auf diesen Zickzackpfad gebracht. Der Versuch, einen Sinn in diesem Angriff zu finden, hat mich auf eine Odyssee um die ganze Welt geführt, auf der ich in die düstersten Geheimnisse einer düsteren Welt eindrang. Und jetzt, wo ich wieder auf afrikanischem Boden bin, erkenne ich, wie enorm der Albtraum ist, in den wir eingetreten sind. Wenn meine Reisen mich eines lehren, dann dies. Wenn es um Bioterrorismus geht, sind die Terroristen nicht diejenigen, die man erwarten würde. Es kam per Post. Wenige Wochen nach dem 11.09. Neue Terroranschläge. Zuerst in Florida, dann in New York und Washington. Milzbrand oder auch Anthrax. Es verbreitete Angst und Panik im Land. Drei Nachrichtensender und zwei Zeitungen erhielten Briefe, die Anthrax enthielten. Ein Mann ist tot, zwei Menschen sind in Behandlung. Jemand hatte Briefe, die mit dem tödlichen Pulver gefüllt waren, an die Medien und an US-Senatoren geschickt. Präsident Bush konnte nicht ausschließen, dass Bin Laden hinter der Sache steckt. Und zum ersten Mal in der modernen Geschichte wurde der Kongress der Vereinigten Staaten geschlossen. 5 Menschen starben, 22 infizierten sich und das ganze Land wurde von einer bösen Vorahnung gepackt. Der 11. September und die Anthrax-Anschläge auf den Kongress waren ein Doppelschlag gegen unsere Republik. Wir waren damals ziemlich nervös. Das war ja kurz nach dem 11.09. Die Menschen fühlten sich wie im Belagerungszustand. Alle waren überzeugt, dass die Welt es auf uns abgesehen hatte. Und plötzlich gab es das Anthrax. Der Anschlag war ziemlich gut durchdacht. Im Prinzip war der Anschlag gegen uns alle gerichtet. Da er über das Postsystem lief, hätten die Sporen zu jedem nach Hause gebracht werden können. Jeder erinnert sich an den Schrecken der Twin Towers. Aber die Anthrax-Anschläge sind praktisch aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden. Die Opfer, Bob Stevens, ein Bildredakteur einer Zeitung in Florida, Thomas Morris und Joseph Corsine, Mitarbeiter von US Postal aus New Jersey, Ottilie Landgren, eine Großmutter aus Oxford, Connecticut, und Cathy Nguyen, eine vietnamesische Krankenschwester aus der Bronx, starben und wurden begraben. Und ich fragte mich, warum diese ganze Geschichte von Bioterrorismus ebenfalls begraben worden war. Die Untersuchung der Anthrax-Anschläge war die größte in der Geschichte des FBI. Unter dem Codenamen Ameritrax erstreckte sie sich über 6 Kontinente. Mehr als 9000 Menschen wurden vernommen und 6000 Vorladungen ausgestellt. Schon früh bestätigte das FBI, dass es nach einem alleinhandelnden Killer suchte und konzentrierte sich bald auf eine Person von Interesse, einen Wissenschaftler für Bioabwehr der US Army namens Stephen Hatfield. Ich bin nicht der Anthrax-Mörder. Doch obwohl nie Anklage erhoben wurde, wurde er weiter vom FBI schikaniert und von den Medien verfolgt. Ich wehre mich gegen eine derartige Untersuchung, die durch unerhörte offizielle Stellungnahmen und gezielte Weitergabe von Informationen an die Medien einen Wahn nährt, der mir großen Schaden zufügt. Stephen Hatfield klagte erfolgreich gegen die Regierung und erzielte im Juni 2008 eine Einigung mit dem US-Justizministerium, das ihm 5,8 Millionen Dollar zahlte. Nach 6 Jahren schien die Untersuchung der Anthrax-Anschläge durch das FBI in einer Sackgasse zu stecken.
Doch dann, nur 5 Wochen nach der Einigung mit Hatfield, gab es eine dramatische Entwicklung. Endlich gibt es einen Verdächtigen für die Antragsanschläge. Er hat für das Antragslabor der Regierung gearbeitet und ist leider tot. Wir sind sicher, dass wir mit den Beweisen, die wir gesammelt haben, seine Schuld vor einem Gericht eindeutig beweisen können. Er hieß Dr. Bruce Ivins und starb am Dienstag im Krankenhaus, nachdem er offenbar eine sehr hohe Dosis verschreibungspflichtiger Schmerzmittel eingenommen hatte. Sein Anwalt bekräftigt heute die Unschuld seines Klienten. Jetzt, wo der Verdächtige tot war, würde das FBI seine Anklage nie vor Gericht beweisen müssen. Während Bruce Ivins von seinen Hinterbliebenen betrauert wurde, wollte das FBI den Fall abschließen. Doch anstatt die Antragsanschläge zu den Akten zu legen, riefen sie neue Zweifel wach. Er ist tot. Sie können den Fall abschließen und er kann sich nicht mehr verteidigen. Ziemlich praktisch, nicht? Für Experten stand nicht nur fest, dass der Fall gegen Ivins auf indirekten Indizien beruhte und die wissenschaftlichen Beweise nicht überzeugend waren, sie stellten auch die beharrliche Behauptung des FBI, Ivins habe allein gehandelt, in Frage. In einer Detektivgeschichte wie bei Sherlock Holmes geht es immer um die Fragen, wer profitiert davon, wer hatte ein Motiv? Die Theorie vom Einzeltäter passt dem FBI. Irgendein Wahnsinniger hat eine geringe Menge davon gestohlen und es in seinem Haus angemischt. Er hat ein paar Briefe verschickt und jetzt ist er tot. Also brauchen wir kein Motiv. Der namhafte investigative Journalist Edward Epstein glaubte das nicht. Ebenso wenig wie der US-Senator Patrick Leahy, einer der Adressaten der Antragsbriefe. Ich glaube nicht eine Sekunde lang, dass er die einzige Person ist, die in diese Anschläge auf den Kongress und das amerikanische Volk verwickelt ist. Ich glaube, es gibt andere, die entweder vor oder nach der Tat daran beteiligt waren. Ich glaube, es gibt andere, die des Mordes angeklagt werden können. Der Schlüssel zu diesem komplexen Fall war die Tatwaffe, Anthrax. Bruce Ivins arbeitete als Mikrobiologe mit Anthrax in einem der geheimsten Militärlabore der Welt, dem medizinischen Forschungslabor für Infektionskrankheiten der US-Armee in Fort Detrick in Maryland. Fort Detrick hat eine lange Geschichte in der Arbeit mit Anthrax. Eine große Fabrik für Krankheitserreger. Während des Zweiten Weltkriegs entstand hier das Biowaffenprogramm der USA als Antwort auf die Nazis und auf die Japaner, die in der Mandschurei Biowaffen gegen die Chinesen einsetzten. Nach dem Krieg wurde Fort Detrick weiter aufgebaut, als Wissenschaftler der US-Armee dort den Milzbranderreger in ein Aerosol umwandelten und auch an anderen tödlichen Verbreitungsmöglichkeiten arbeiteten. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, als die USA und die anderen Supermächte genug Biowaffen besaßen, um die gesamte Menschheit auszulöschen, wollte Washington dem Wahnsinn ein Ende setzen. The United States of America will renounce the use of any form of deadly biological weapons that either kill or incapacitate. Nixons Entscheidung ebnete den Weg für die Stilllegung und Zerstörung der Biowaffenvorräte auf der ganzen Welt. Die Biowaffenkonvention, welche die Verwendung und Entwicklung von Biowaffen untersagt, wurde seither von 162 Staaten unterzeichnet. Fort Detrick und andere Militärlabore wandten sich der legalen Arbeit an der Abwehr gegen Biowaffen zu, wie der Entwicklung von Impfstoffen. Viele Experten waren allerdings sehr verwundert darüber, dass die mikroskopischen Sporen, die bei den Briefanschlägen im Jahr 2001 verwendet wurden, das reinste waffenfähige Anthrax waren, das sie je gesehen hatten. Wie hätte ein Wissenschaftler der Regierung, der in einer militärischen Biowaffenabwehreinrichtung arbeitete, solches Anthrax herstellen können, ohne dass es jemand bemerkte? Ein Insider erklärte sich bereit, mit mir zu sprechen. Richard Spurzel, ein früherer stellvertretender Befehlshaber von Fort Detrick und Biologe der UN-Sonderuntersuchungskommission im Irak. Könnte eine einzelne Person das Puder herstellen, das bei den Anthrax-Anschlägen verwendet wurde? Ich bin genauso wie andere Experten fest davon überzeugt,
dass Dr. Ivans das nicht mit der Ausrüstung machen konnte, die er hatte. Die Partikel in dem Dashley-Leahy-Brief waren, laut FBI, 1,5 bis 3 Mikrometer groß. Das war hochverfeinertes Material. Ein solcher Durchmesser ist phänomenal. Ich behaupte, dass ein solches Puder nicht in Fort Detrick hergestellt worden sein kann, weil sie dort gar nicht die notwendige Ausrüstung haben, um so feine Partikel herzustellen. Es rutschte einfach so von den Objektträgern, als sie versuchten, es unter dem Mikroskop zu untersuchen. Es hatte eine außergewöhnliche Zerstreuungsfähigkeit. Die einzelnen Sporen waren mit einer Substanz namens Polyglas beschichtet, die Silika an jede Spore bindet. Das ist ein entscheidender Punkt, denn das machte das Puder so gefährlich. Lässt das darauf schließen, dass den Sporen nichts beigefügt wurde, um sie in ein Aerosol zu verwandeln? Schwierige Frage. Wir haben Silika in der Probe gefunden, aber wir wissen nicht, warum es da war oder welchem Zweck es diente. Aber es war da. Diese Zusätze werden mit Absicht beigemischt, um diesen Stoff zu einer tödlichen Waffe zu machen. Wenn die Sporen nicht beschichtet wären, könnten nur sehr wenige von ihnen in der Luft schweben, einzelne Sporen bleiben und so in die Lunge eingeatmet werden. Die Sporen müssen in die tiefsten Winkel der Lunge gelangen, um sie zu infizieren. Die Anwesenheit von weiterverarbeiteten Silika-Beimischungen bedeutet, dass das Anthrax zu einer Waffe gemacht wurde. 2002 ließ das FBI ein Team von Wissenschaftlern die Spuren noch einmal untersuchen. Matthew Messelson von der Harvard-Universität war einer von ihnen. Wir sahen alle dasselbe. Eine unglaublich reine Aufbereitung der Spuren. Nichts anderes. Eine sehr reine Aufbereitung. Das ist alles sehr rein. Laut Professor Messelson gab es also kein Silika. Das Anthrax war also nicht zu einer militärischen Waffe umgewandelt worden. Dennoch behauptete das FBI 6 Jahre später, dass Silika vorhanden gewesen sei, allerdings natürlichen Ursprungs. Diese Aussage wird von vielen Experten bezweifelt. Tatsächlich bleibt das FBI an diesem wichtigen Punkt sehr uneindeutig. Können Sie bestätigen, dass Tests kein Silika in der Probe aus Dr. Ivans Labor in Fort Detrick nachweisen konnten? Und können Sie erklären, wie dann Silika in die Umschläge gelangt ist, die bei den Anschlägen verwendet wurden? Da müsste ich noch einmal nachfragen. Okay, tun Sie das bitte. Vielen Dank. Wenn das Anthrax tatsächlich waffenfähig gemacht worden war, kann das nur heißen, mehr als eine Person war beteiligt. Das ist eine Aufgabe, an der Wissenschaftler verschiedener Disziplinen arbeiten müssen. Als erstes braucht man einen Biologen, um herauszufinden, welchen Bakterienstrang man verwenden muss. In diesem Fall den Bacillus anthracis bacteria. Dann muss das Material fermentiert werden. Dafür braucht man einen Chemiker, um eine hohe Ausbeute an Sporen zu erhalten. Dann braucht man noch mehr Chemiker, um die Sporen zu trennen, weiter zu verarbeiten und zu konzentrieren. Derartige Mittel deuten auf ein staatlich gefördertes Programm hin. Und die US-Behörden hatten bereits eine wissenschaftliche Information veröffentlicht, welche die Liste der möglichen Verdächtigen erweiterte. Können Sie uns sagen, um welchen Stamm es sich handelt? Um den Ames-Stamm. Der Ames-Stamm ist einer der tödlichsten Anthrax-Stämme. Das US-Militär benutzt ihn für seine Anthrax-Forschung und hat ihn auch an andere Bio-Abwehrlabore auf der ganzen Welt weitergegeben. Ich untersuchte also, wer im Ausland Zugang zum Ames-Stamm hatte. Welche Labore hätten das tun können? Wir konnten das nicht auf die USA beschränken und alle anderen Länder ausschließen, weil dieser Stamm auch in England, in Kanada und in vielen anderen Ländern vorhanden war.
in many foreign countries.